Hallo, servus, grüß euch, das sind The Make Makes und wir sind heute live am Sommerfest 2016 in der WU. Hey, wir sind Nils und wir sind hier am WU Sommerfest. Herzlich willkommen. Wir sind die Aus und wir spielen heute am WU Sommerfest. Erstmals veranstaltete die WU das große Sommerfest auf dem WU-Campus. Unter freiem Himmel gab es ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Kulturprogramm. Den Anfang machte die Verleihung der WU-Awards, Auszeichnungen für herausragende Leistungen in Forschung und Lehre. Wir haben heute zwei verschiedene Awards gehabt. Wir hatten zuerst die exzellente Lehre. Da geht es wirklich darum, welcher Lehrende oder welche Lehrende hat die Studierenden am meisten begeistert. Bei der innovativen Lehre, da geht es um die besten Lehrkonzepte. Da geht es also darum, welches Lehrkonzept ist besonders spannend, besonders neuartig, hat besonders neue Elemente. Die WU Awards für Forschung sind sehr wichtig, weil wir damit zeigen, dass Forschungsleistungen auch außerhalb der WU vor allem auf international globalem Level wahrgenommen werden. Für die Forscher und Forscherinnen ist die Auszeichnung natürlich auch das Geld, aber hier vor den Vorhang gebeten zu werden bei dieser Feier, dass hier ein Video produziert wird, dass man einmal auch den Applaus von den Kollegen und Kolleginnen kriegt, was ist, glaube ich, auch etwas, das sehr positiv bewertet wird. Applaus gab es auch für Rektorin Hanna P. Ecker bei der Eröffnung der Sommerparty im Anschluss an den Festakt. Also lange Rede, kurzer Sinn, let's party! Sommerfest eigentlich cool, weil es halt sehr relaxed ist und eigentlich sehr gemütlich zum Herumsitzen mit Freunden reden. Voll super, es ist viel los, es gibt Essen, es gibt Getränke, man trifft alte Studienkollegen, macht Spaß. Ich glaube, es stärkt die Identität der WU. Das WU-Alumni-Sommerfest fand diesmal zeitgleich auf dem Dachgarten der Mensa statt. Der Alumni-Club ist die Möglichkeit, mit der WU verbunden zu bleiben. So ganz nebenbei gibt es ja auch den akademischen Schwur, der beinhaltet, dass man mit seiner Alma Mater in Verbindung bleibt. I've been here every year and I think this year's one I find the best so far because there is so many people. Also auf dem Weg hierher bin ich über die große Promenade gegangen und was mich besonders gefreut hat, ist, dass man das Gefühl hat, die Universität ist in der Gesellschaft angekommen. Es gibt viele junge Leute, viele Familien mit Kindern, die das Angebot nutzen, aber genauso viele Studentinnen und Studenten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter des Hauses. Also eine bunte Palette und genau das war ja das, was das Fest versucht hat zu erreichen. Der Abend stand unübersehbar, auch im Zeichen des runden Leders und der Frage, wer wird Europameister? Oh, that's a tough one. I guess here I have to say Austria. England oder Deutschland? Ich tippe auf Italien. Das ist eine schwierige Frage, aber ich tippe auf die Franzosen. Frankreich. Auch nach dem letzten Konzert war noch lange nicht Schluss. Der Ö3-DJ sorgte bis spät in die Nacht für eine gute Stimmung auf dem WU-Sommerfest.